So, hallo und herzlich willkommen auf dem schönen Kanal Angel Readings zu einem neuen Liebestarot, ein neues Liebesorakel. Wir wollen heute mal eine Frage erörtern, ja, die ja auch relativ wichtig ist, wenn es darum geht, was ist denn mit meinem Herzblatt los? Welche Gefühle hat er denn gerade aktuell? Was ist in seiner Energie zu sehen, wahrzunehmen? Was bekommen wir da rein in der Kollektivenergie? Was fühlt er? Ist es Liebe? Ist es Sehnsucht? Ist es Erleichterung? Ja, ist es Ratlosigkeit? Ja, ist es Reue? Da wollen wir mal reinschauen, weil dich interessiert ja ganz bestimmt auch, was denn mit dem gerade so? Na? Vermisst er mich auch? Oder weiß er vielleicht bloß gerade gar nicht, wie er jetzt auf mich zukommen soll oder eben nicht? Na, das sind ja die Fragen, die einen halt so durch den Kopf gehen. Wenn da gerade irgendwie Stillstand ist, wenn es nicht vorwärts geht, wenn da die Sehnsucht da ist, wenn du wie immer ein großes Fragezeichen im Kopf hast, schauen wir uns das jetzt hier und heute mal in der Kollektivenergie an. Ich bin schon sehr gespannt. Kanalmitglied haben wir immer noch kein neues, also ich darf niemanden begrüßen in der Kanalmitgliedschaft. Letztens hatte ich eine Nachricht, dass das irgendwie nicht funktioniert mit der Kanalmitgliedschaft. Mit dem Reinkommen, also wenn du da Schwierigkeiten hast oder so, bitte sag mir mal Bescheid. Meine Nummer ist ja immer irgendwo in der Infobox, im ersten Kommentar, irgendwo ist, taucht die auf, wenn du auch Schwierigkeiten hast, weil das hat man nämlich schon mal. Na? Aber wir fangen jetzt an, ist jetzt auch alles gar nicht so wichtig. Was gibt's denn da so Schönes zu sehen? Na, wir wollen mal gucken. Ich mache mich natürlich jetzt auch mal klein. Ich brauche jetzt keine mehr sehen oder ich muss jetzt hier nicht groß im Deck rumgondeln, im Bild, und dann machen wir es uns schon kuschelig. So, da sind wir auch schon. Ja, und alles ist durcheinander. So, schauen wir mal, ich kann keine Falten auf meiner Liegedecke leiden, aber die sind irgendwie immer da. Weiß gar nicht, wo, wieso. Okay, perfekt. Wir wollen anfangen. Ich lege natürlich, jetzt machen wir schon länger hier am Kanal, auch dich mit raus. Wir wollen natürlich auch sehen, was macht das gerade mit dir? Welche Energie umgibt dich denn so? Na, was ist gut für dich? Wo darfst du ein bisschen drauf schauen, dass du ja nicht aus deiner, oder naja, du bist ja schon aus der Mitte geraten, aber nicht so sehr aus deiner Mitte gerätst, dass deine Energie, die du am Tag zur Verfügung hast, auch größtenteils für dich benutzt wird. Na? Und nicht, dass du deine Energie des Tages, die du morgens hast, wenn du aus dem Bett aufstehst, komplett nimmst und irgendwie an ihn hinschüttest, ja, und da kommt irgendwie nichts zurück. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja bei uns bleiben, schauen, dass wir unseren Tag meistern können, dass wir gut beieinander sind, ne, dass wir trotzdem den Elan haben, Dinge zu tun, zu unternehmen und zu machen. Von daher ist es immer wichtig, mal zu schauen, ist mein Selbstwert noch da? Meine Selbstliebe, meine Energie, ist das alles bei mir? Meine Aufmerksamkeit, damit startet ja schon mal alles immer. Wo ist meine Aufmerksamkeit? Ist meine Aufmerksamkeit ganz, ganz viel und ganz, ganz oft bei dem? Dann folgt ja auch die Energie dahin und dann ist die Energie schon weg. Na, wir wollen ja immer mal schauen, ist denn deine Aufmerksamkeit bei den Dingen, die du brauchst, die für dich wichtig sind? Und wir schauen jetzt mal rein. Ja, was sind denn da für Gefühle aktuell bei ihm? Was ist da los? Wir gucken. Also ich mische und du schaust zu. Und dann wollen wir mal schauen, was wir da so ein bisschen gebacken kriegen. Also, seid ihr übrigens schon bereit für den ersten Advent oder den ersten Dezember, der ja schon vor der Tür steht? Ja, der klopft ja schon an. Also wollen wir mal schauen, was denn da so ein bisschen los ist in der Energie. Ich bin schon sehr gespannt. Im Dezember startet ja wieder die große Verlosesause, die Weihnachtsverlosesause hier am Kanal. Dazu aber ja am 1. Dezember mehr. Dann geht es richtig zur Sache. So, was sieht man dann bei ihm? Was hat er denn da gerade? Was fühlt er gerade? So, und dann haben wir jetzt ja hier die drei Münzen. Das ist die einzige Münzekarte, wo die Münzen nicht golden sind, sondern aus Stein. Da stehen ja so Bauer oder Techniker, Ingenieure des Mittelalters und schauen sich eine Säule an.
Das heißt, hier geht es darum, etwas zu erschaffen. Hier geht es auch irgendwie darum, etwas auszubauen, etwas aufzubauen. Hier geht es darum, etwas zu verbessern. Ja, also in der Energie, die ich jetzt gerade so bei ihm schon reinbekomme, geht es darum, was hätte man vielleicht in der Partnerschaft oder im Kennenlernen, je nachdem, was ihr da hattet, besser machen können. Heißt ja im Umkehrschluss schon wieder, ja, da macht sich einer Gedanken darüber, was ist denn hier jetzt eigentlich genau schiefgelaufen, wenn er dir weggelaufen ist. Ja, dann sollte er mal aufstehen, ins Badezimmer gehen und dann in den Spiegel schauen, dann sieht er schon den Grund. Na, also kommt ja auch wirklich oft vor, dass Männer erstmal wissen, was sie eigentlich hatten, wenn es weg ist. Na, und da gehört dann auch die Frau dazu. Na, und von daher, ja, in seiner Energie, in seiner Hauptenergie, wenn ich da mal so reinschauen darf, geht es schon auch gerade darum, ja, was hätte man besser machen können? Was könnte ich anders machen? Oder warum ist das Gebäude, an dem ich gebaut habe mit dir, brüchig geworden? Wenn man es mal in der Architektensprache hält, ja, schaut man sich dann das Konstrukt an und sagt, okay, da fehlt ja die Basis, da fehlt das Fundament, und dafür sind natürlich irgendwo auch beide verantwortlich. Nicht du, wo du immer wieder tust und machst und reingibst und investierst und dich anstrengst und Energie reingibst und er macht vielleicht gar nichts, na, dann kann da keine Basis entstehen. Aber vielleicht ist es ja genau das, ja, was ihm gerade so durch den Kopf geht. Aber wir wollen natürlich auch mal Klärungskarten dazu anschauen. Sind das zwei? Okay, das sind schon zwei. Die nehmen wir dann auch. Na? Die untere zuerst. Aha, vielleicht ist euch oder ist ihm ja im Kennenlernen oder in der Partnerschaft die Leichtigkeit abhanden gekommen. Ne? Der Storch, Umbruchwandlung, Leichtigkeit, positive Veränderung. Hier geht es natürlich auch darum, was kann ich tun, damit das mit euch beiden wieder eine positive Veränderung bekommt. Na, wenn da die Schwere Einzug hält, wenn man Themen hat oder Missverständnisse, ja, vielleicht sogar Diskussionen oder ein Streit oder sowas, oder man geht nicht aufeinander ein, na, dann ist da irgendwo die Leichtigkeit auch futsch. Und von daher die drei der Münzen mit den Störchen. Das heißt, was kann ich tun, damit wir hier eine positive Veränderung bekommen? Also, das ist ja schon mal eine gute Sache, was wir da haben. Aber wir haben ja noch eine Klärungskarte und da ist die Liebe gefallen. So, also wenn ich jetzt mal reinfrage, was spürt und fühlt er denn gerade so? Was ist denn da jetzt los bei ihm? Ja, kann ich dir schon sagen, es geht um die Liebe, es geht um die positive Veränderung, es geht darum, was kann ich tun, was kann ich machen oder was können wir denn machen, damit wir hier eine schöne Partnerschaft haben. Hier auf YouTube ist es immer ein bisschen schwieriger, man muss allgemeiner deuten, ne? Schauen ja hier 5.000, 6.000 Leute jeden Tag zu. Aber ja, wenn du das Gefühl hast mit deinem Herzblatt, das war dann irgendwie am Ende so ein bisschen schwer, ein bisschen anstrengend oder fragwürdig, irgendwie war der Wurm da drin. Na, dann bist nicht nur du damit beschäftigt zu überlegen, was kann man denn da anders machen, sondern irgendwie schon auch er. Na, also er stellt sich schon auch diese gewisse Frage, ja, hätte man vielleicht irgendwie Dinge anders machen können. Ist gut, passt schon, die Energie soweit. Und wenn wir jetzt mal ganz konkret bei ihm reinschauen, was gibt's denn da zu sehen? Ja, da haben wir jetzt die sechs Kelche. Und sechs Kelche, schön, das ist echte Liebe, das ist Zuneigung. Das ist auch jemand aus der Vergangenheit, also du, ne? Also dass du immer noch eine Rolle spielst in seinem Herzen, in seiner Energie, in seinen Gedanken, weil die Sechs der Kelche, das ist wirklich eigentlich eine schöne, schöne Karte. Na, da geht es wirklich um Zuneigung, da geht es auch um Vertrauen, da geht es um die echte Liebe und wie gesagt, auch jemand aus der Vergangenheit, dass da ja durchaus auch du sein kannst. Na? So, also sehen wir schon mal, ja, da geht es darum, denk, 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 war ja doch ganz nett, sind ja tatsächlich Gefühle da, das merke ich jetzt vielleicht erst, wenn du weg bist. Was könnte ich denn besser machen, damit da wieder ja, eine positive Veränderung reinkommt in Bezug auf die Liebe? Was kann man tun? Ja, und da ist er natürlich in einer sehr, 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 sehr für dich sehr, sehr guten Position oder Situation, wo ich dir sagen kann, der denkt schon gerade drüber nach, was kann ich jetzt anders machen? Ne? Weil wenn immer nur einer der beiden
Energie reingibt und ja, macht und tut, dann ist das schlecht. Dann ist diese Waage nicht im Gleichgewicht. Partnerschaft ist ja geben und nehmen. Beide sollen sich wohlfühlen. Beide gehen irgendwie aufeinander ein. Und ja, die Lupe, die sagt mir jetzt schon auch bei ihm, okay, ich muss da mal genauer hinschauen. Ja, wenn eine Partnerschaft in die Brüche geht oder ein Kennenlernen in die Brüche geht, dann schaut auch der, der geht, irgendwie, wenn er dann alleine ist, mal auf sich drauf und sagt, okay, so schlecht war es doch eigentlich gar nicht. Was ist hier eigentlich schiefgelaufen? Habe ich richtig entschieden? Hätte ich da vielleicht auch mehr tun sollen? Hätte ich vielleicht auch mal mehr reden sollen, mehr Themen anschauen sollen, zusammen, dass es beiden gut geht? Also da ist er schon in einer Situation, ja, die mir sagt, da ist schon recht viel Denken dabei. Was ist hier jetzt überhaupt schiefgelaufen? Und da ist er ja auch schon selbst. Das heißt, in seiner Energie geht es ihm um sich selber und das ist nichts Verwerfliches. Sag ja auch immer, auch du sollst immer erstmal auf dich schauen. Geht's dir gut? Kommst du vorwärts? Hast du deine Energie bei dir? Und investierst du diese Energie, die du da hast, sinnvoll für Dinge, die dich weiterbringen? Und nimmst du dann auch Menschen mit, die bei dir sein wollen? Na, also und von daher sieht man schon, sein Thema ist gerade absolut, ich muss da mal genauer hinschauen, weil eigentlich war es ja gar nicht so schlecht mit ihr. Ne? Was ist geschehen? Was ist mit mir los, dass ich da nicht mehr reingegeben habe? Was zum Teufel hat mich denn da bitte geritten? Ne? Also gut für dich, wenn ich mal bei ihm so reinspüren darf. Wir wollen natürlich jetzt aber auch mal bei dir schauen, welche Energie umgibt dich denn da so in Bezug auf das ganze Thema? Wie bist denn du so unterwegs? Na, dann schauen wir mal, was wir da so sehen. Na, die will nicht, die hat nur ein Saito geschlagen. Die nicht. Okay. Ja, ich kann hier auch sehen, wenn ich mal bei dir reinspüren darf, dass du mit diesem Menschen jemanden gefunden hast, wo du das Gefühl hast, ihr beide gehört zusammen. Das ist der Mann, bei dem du vielleicht fühlst und spürst, wie du es vorher noch nicht so gemacht hast, dass da mehr ist, dass das ja so ein bisschen das Gefühl für dich ist, der gehört zu mir. Aber irgendwie gibt es da auch Schwierigkeiten. Die Liebenden, das ist so eine Karte, wo ich sehe, da gehören eigentlich zwei zusammen. Aber das Ganze ist gar nicht so einfach. Ne, man sieht ja im Hintergrund der Berg, die Blockaden, die Schlange, die Falschheit, die Wolken, die Unklarheit. Es sind einfach Dinge da zu sehen, wo ich dir sagen kann, schwierig, schwierig, aber du weißt, dieser Mann gehört zu mir. Da halte ich jetzt mal dran fest, auch wenn es schwierig wird. Und das ist ja eigentlich eine gute Eigenschaft, ne? In der heutigen Zeit, wo jeder immer alles gleich wieder wegwirft, wenn mal irgendwas nicht passt. Dass du jetzt hier in der Energie bist und sagst, nee, ich bleib da dran. Ich bin auch bereit zu kämpfen, dass das nochmal was wird. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Und wenn da ein Berg ist und wenn da eine Schlange ist und wenn da eine Wolke ist, ich gehe schon meinen Weg. Und ich will wissen, ob das jetzt was ist, weil ich das Gefühl habe, dieser Mensch gehört einfach zu mir und ich gehöre einfach zu ihm. Ja, dieses Gefühl ist ja das, was dann das Loslassen so schwierig macht. Ne? Wenn man wieder überall hört, ja, du musst es loslassen, du musst es loslassen, wenn es nur so einfach wäre. Ne? Man kann ja nicht sagen, okay, alles klar, lasse ich jetzt mal schnell los, danke fürs Reading. Das geht nicht, das ist schwer. Gerade wenn man weiß, der gehört zu mir, wir gehören zusammen. Unser Weg ist vielleicht der, dass wir ihn gemeinsam gehen, auch wenn es gerade schwierig ist, ne? Weil er überlegt ja auch schon, ja, was könnte er denn anders machen, was könnte er denn besser machen. So, dann wollen wir mal weiterschauen. Was gibt es da so Schönes zu sehen? Ja, der Fuchs, der bestätigt das ja auch eigentlich nur, weil da geht es immer darum, dass hier irgendwas falsch läuft. Also ich habe schon so das Gefühl aus dem Deck, wenn ich hier oben reinschaue, man hätte einiges anders, einiges besser machen können. Er hat vielleicht den Rückzug angetreten und ja, hat sich überlegt, er war vielleicht doch nicht keine gute Idee. Irgendwelche Dinge sind bei euch beiden vielleicht falsch gelaufen. Ja, also da der Fuchs, der sagt schon auch in deiner Energie irgendwie, hätten die Dinge vielleicht besser oder anders laufen können. Der Fuchs ist natürlich auch ein schlaues Tier. Falls das mal wieder was wird bei euch, dass man die Dinge einfach anders anstellt, ne, besser.
dass man die Themen anschaut, die da mal waren, ja, die Themen anschaut, wo man sich nicht gegenseitig triggert und aufstachelt oder Knöpfe drückt, na, dass man sagt, okay, ich weiß schon, bei ihr darf ich das und das nicht machen und du weißt, okay, bei dem geht der gleich an die Decke, dann lassen wir das einfach für die Harmonie, also schlau sein und die Dinge auch so anstellen, dass ein harmonisches Zusammensein da ist. Also ich sehe schon, du bist absolut bereit, für diese Partnerschaft einiges zu tun. Und da haben wir jetzt auch den Berg selber, ne? Vielleicht ist es bei dir wirklich so, dass du sagst, okay, ich weiß nicht, wie ich diese Hürde, dieses Hindernis nehmen kann, zum Beispiel auch ihn loszulassen. Ja, du schaffst nicht zu sagen, gut, dann soll es eben nicht so sein. Entschuldigung. Ich kann das nicht abgeben, ich kann es nicht loslassen. Der Berg, die Hürde, die Schwierigkeit ist für mich so groß, dass ich es nicht loslassen kann, dass ich an ihm festhalte, weil ich innerlich auch noch spüre, da ist noch was, der liebt mich vielleicht sogar noch, ist ja auch so in dem Fall jetzt hier, ich halte daran fest. Egal, was meine Freundinnen sagen, was meine Familie sagt, was Bekannte sagen, lass los, lass den weg, der taugt nichts, such dir einen anderen, du bleibst da dran und hältst da dran fest. Es ist, ja, wenn man sich holt, was man will, wenn man das Durchsetzungsvermögen hat, ist das ja schon mal eigentlich grundsätzlich eine gute Eigenschaft. Na? So, da haben wir jetzt ja Hinweise, Impulse und Tendenzen. So, hier geht's mit den 8 der Kelchen eigentlich schon um einen Neustart, um einen neuen Aufbruch. Und jemand oder ihr sucht etwas Besseres, eine bessere Partnerschaft, ein besseres Zusammensein, ein besseres Miteinander. Weil für mehr als 8 Kelche hat es dann irgendwie nicht gereicht. Wir wollen ja 10 Kelche. Und daher ist das hier absolut die Karte für einen Aufbruch, für einen Neustart, dass man Dinge besser macht, als man sie am Anfang gemacht hat. Na, das Thema ist klar. Trennung. Denken, verstehen, reden, Themen aus der Welt schaffen, besser machen. Das ist eigentlich der normale Weg, der normale Gang der Dinge, wenn eine Partnerschaft nicht funktioniert hat. Man weiß aber doch, dass man zusammengehört. Ne? Dann muss man eben schauen und nicht durch das tiefe Tal des Loslassens gehen, sondern da muss man ja gemeinsam hart dran arbeiten, dass das etwas wird. Weil ich sehe schon hier, die Mäuse, das ist Schwund, Verlust, Zerfall, das ist Kummer, Sorge. Das ist ja das, was bei euch vielleicht so ein bisschen mitschwimmt, gerade bei dir eh. Bei ihm kann ich dir sagen, auch gerade, da nagt was an ihm, da beschäftigt ihn was und die Dinge, die dazu geführt haben, dass dieses Kennenlernen oder diese Partnerschaft zu Ende sind, das, was da an euch nagt, da muss ein Neustart her, da muss etwas anders gemacht werden, da muss ein Aufbruch her, da muss man in einen besseren Zustand kommen und sagen, okay, da wollen wir auf jeden Fall mal nicht mehr hin. Ne? Kann ja sein, dass einer froh ist, dass er den anderen von der Backe hat, dass der andere dann seinen Weg geht, aber hier in diesem Deck, in diesem Orakel sehe ich schon, dass eure Reise des Lebens in der Liebe weitergehen darf und dass man sich dann halt auch einfach mal zusammensetzt und sagt, komm, auf geht's, wir setzen uns hin, schauen die Themen an, was nicht, darf nicht mehr passieren, weil du merkst, du gehörst zu mir, ich merke, ich gehöre zu dir, lass uns das klären, denn hier das Schiff, das ist ja noch, ja, das sind die Träume, die Sehnsüchte, die Ziele, das ist die Lebensreise in der Liebe, da darf es mal weitergehen. Also beide drauf aufs Schiff und weiter geht's. Mäuse hinter einem lassen, Neustart, Aufbruch. Das ist eine tolle Energie. Wenn ich jetzt gerade mal so reinfrage, was fühlt er denn da gerade? Und ich kann dir sagen, er fühlt da auf jeden Fall ja schon die Sehnsucht und auch die Ratlosigkeit. Wie konnte das geschehen, dass es jetzt so weit gekommen ist? Ne? Weil der Narr jetzt hier noch an der Hauptenergie, das ist so eine Karte für einen Neustart, einen Neubeginn mit leichtem Gepäck. Also alles, was ihr beide bis jetzt in eurem Gepäck angesammelt habt, was dazu geführt hat, dass ihr auseinander seid, wegtun, nicht mehr anschauen, nicht mehr anfassen, mit neuer Leichtigkeit anfangen. Und da haben wir nämlich noch, ja, das Haus. Das ist der Park, Entschuldigung, das ist das draußen. Das ist die Karte für eine offizielle
Partnerschaft. Also ich sehe schon, die Richtung stimmt, die Gefühle sind da, der Wille ist da, die Tendenzen passen, der Neustart liegt da, die offizielle Partnerschaft liegt da. Also eine wunderschöne Legung, wenn du ja, mich jetzt gefragt hättest, Patrick, schau doch mal bitte für mich in die Karten, geht da noch mal was, was fühlt der gerade, dann kann ich dir sagen, alles gut, mach dir keine Sorgen, da geht's vorwärts, weil er weiß auch gerade, was er mit dir verloren hat und hier liegen gute Tendenzen da. Also, hat mich sehr gefreut. Ich würde sagen, bleibt gesund, seid lieb zueinander. Wir sehen uns dann beim nächsten Video und einen schönen Tag. Ciao.